Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Bilger für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich in dieser Debatte schon sehr wundern. Worum geht es Ihnen eigentlich? Geht es Ihnen darum, die Wirtschaftlichkeit für Stuttgart 21 schlecht zu rechnen oder zu gefährden? Oder geht es um die Verbesserungen, die erzielt wurden in den Schlichtungsverhandlungen? Das ist doch keine verantwortungsvolle Politik, die Sie hier betreiben. In der Tat ist die geänderte Atmosphäre der letzten Wochen, und ich darf auch daran erinnern, dass wir in der letzten Aktuellen Stunde hier zu Stuttgart 21 auch noch über den Polizeieinsatz diskutiert haben, ein Verdienst von Heiner Geißler und der Schlichtungsgespräche, die wir alle sicherlich mit Spannung verfolgt haben. Mein Dank gilt ausdrücklich allen, die sich an diesen Gesprächen beteiligt haben. Und bis auf die sogenannten Parkschützer, die bei der Stuttgarter Bevölkerung nach wochenlangem Dauercampen ja mittlerweile eher als Parkverschmutzer bekannt sind, haben auch alle relevanten Vertreter der Gegner daran teilgenommen. Der Erfolg der Schlichtungsgespräche zeigt sich für uns Befürworter, das können Sie ja aus Frankfurt alles gut beurteilen, Frau Leidig, der Erfolg der Schlichtungsgespräche, zeigt sich für uns Befürworter auch daran, mittlerweile bestimmen nicht mehr die öffentliche Meinung, die am lautesten schreien, sondern jeder interessierte Bürger konnte sich sein eigenes Bild machen. Und ich habe mir sehr wohl ein Bild gemacht. Und auch wenn viele der Gegner, Sie eingeschlossen, Frau Leidig, immer wieder behauptet haben, Sie hätten die Mehrheit des Volkes hinter sich, zeigt sich doch zum wiederholten Male auch jetzt in den jüngsten Umfragen von Spiegel und ZDF, dass eine knappe Mehrheit der Baden-Württemberger für Stuttgart 21 ist. Eine deutlichere Mehrheit sogar in der Region Stuttgart, dort, wo sich die Bürger besonders intensiv mit den Fakten beschäftigen. Und im Übrigen kann ich nur dazu raten, sich einmal genau mit diesen Umfrageergebnissen auseinanderzusetzen. Als Baden-Württemberger will ich dies besonders verdeutlichen, weil auch hier im Bundestag immer wieder und auch heute ein anderer Eindruck vermittelt wurde. Bei der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ist die Mehrheit noch viel eindeutiger. Da sind es 41 zu 17%, die dafür sind. Und diese Zahlen sollten sich alle, die von Baustopp und dann Volksabstimmung in einem halben Jahr reden, ganz genau vor Augen halten, meine Damen und Herren. Liebe Kollegen von der SPD-Fraktion, auch ich kann es Ihnen nicht ersparen. Ihr durchsichtiges Manöver mit der Forderung nach einer Volksbefragung Terrain zu gewinnen, wurde nicht belohnt. Nur 5% der Befragten sehen die SPD als die Partei an, die bei Stuttgart 21 ihre eigene Meinung am besten wiedergibt. Und lieber Christian Lange, es gibt eine Finanzierungsvereinbarung für Stuttgart 21. Jetzt sollten wir hier nicht spekulieren über welche Summen, die da zusätzlich noch zustande kommen, sondern wir haben eine Finanzierungsvereinbarung mit einem Puffer, und darüber werden wir dann auch im Verkehrsausschuss noch sprechen. Ich will aber Sie von den Sozialdemokraten doch auffordern, stehen Sie zu Ihrer ursprünglichen Position für Stuttgart 21. Und viele Sozialdemokraten haben ja jahrelang überzeugend für Stuttgart 21 gekämpft. Lassen Sie dieses Hirngespinst einer Volksabstimmung bleiben. Wenn schon so viel Geld investiert wurde, dann macht es jetzt keinen Sinn, Jahre zu spät über dafür oder dagegen abzustimmen zu lassen. Auch das ein klares Ergebnis der Schlichtung. Und noch ein Hinweis als Baden-Württemberger. Auch weil vor allem die Grünen immer wieder behauptet haben, wegen Stuttgart 21 fehlt das Geld für andere Projekte im Land. Sie haben versucht, Sie nennen das Stichwort, die Bürger gegeneinander auszuspielen, ganz konkret bei der Rheintalbahn Badener gegen Württemberger. Und hier im Plenum und im Verkehrsausschuss haben wir vielfach über die Rheintalbahn gesprochen, dieses andere große und von der Bevölkerung kritisch begleitete Schieneninfrastrukturprojekt in Baden-Württemberg. Und eigentlich sind wir uns alle einig, dass wir mehr Lärmschutz an der Rheintalbahn benötigen. Dazu gehört aber auch das Bekenntnis, dass mehr Lärmschutz mehr Geld kosten wird. Und das Land Baden-Württemberg hat sich bereit erklärt, mehr Kosten hier mitzufinanzieren. Alle Fraktionen des Baden-Württembergischen Landtags unterstützen diese Position. Nur eine ist dagegen, die Grünen-Fraktion.
Und da fragt man sich doch, was ist los mit den Grünen? Vor lauter Begeisterung für den Kampf gegen Stuttgart 21 haben die Grünen kundgetan, es sei nicht zulässig, dass das Land Baden-Württemberg Stuttgart 21 mitfinanziert, und haben dabei völlig übersehen, dass das dann aber auch für die Rheintalbahn gelten müsste. Ein klassisches Eigentor, so hat es auch die Landespresse kommentiert. Einmal mehr also dagegen, diesmal sogar gegen mehr Lärmschutz. Wer so agiert, der sollte das Träumen von der Regierungsbank ganz schnell wieder einstellen. Meine Damen und Herren, nachdem der Schlichter gesprochen hat, sollten wir das Gesagte auch ernst nehmen. Auch ich bin den Grünen durchaus dankbar, dass sie Schlichtung und Schlichter ins Gespräch gebracht haben. Das war eine gute Idee. Aber nach der notwendigen Versachlichung der Debatte ist es jetzt, nach dem Schlichterspruch, eben auch nötig, das Ergebnis anzuerkennen und umzusetzen. Lassen Sie uns diesen Prozess auch im Deutschen Bundestag konstruktiv begleiten. Vielen Dank. Applaus